Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen in München. Herzlich willkommen bei Microsoft in München. Natürlich einmal ganz besonders herzlich willkommen zum Microsoft Innovation Summit for Automotive 2019. Wir haben gerade darüber gesprochen, unser Gastgeber Stefan Raschke und ich. Wir finden das riesig, dass Sie trotz dieses wunderbaren Wetters am Ende der A9 hier rechts abgebogen sind und bei uns auf diesem Innovation Summit gelandet sind. Denn nur 20 Kilometer weiter, Stefan, ist der Starnberger See und der hätte ja auch Ihr Ziel sein können. Also von daher klimatisierte Räume, hervorragende, spannende Vorträge. Ich denke mal, das ist auch eine schöne Option. Und wenn wir heute Abend networken und selbst wenn wir exzessiv networken, ist es hier so um 19, 19.30 zu Ende und dann haben wir hoffentlich noch einen wunderschönen Sommerabend. Verehrte Gäste, wir möchten Sie in den nächsten Stunden, ich habe es erwähnt, über einige spannende Themen Ihrer Branche informieren, über die aktuellen Trends und Innovationen im Automobilbereich. Es wird um Shared Mobility Solutions gehen. Wir sprechen über die Zukunft des autonomen Fahrens. Wir stellen neue spannende Businessmodelle vor, von On-Demand Mobility Services bis hin zu Data-Driven Services. Und ich denke mal, wir bieten auch ausreichend Zeit an, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich mit Branchenkollegen, mit Lösungspartnern und natürlich auch mit Microsoft zu vernetzen. Christoph Arndt, mein Name aus dem Hause Microsoft, und ich begleite Sie heute so ein bisschen durch den ersten Teil der Agenda. Stichwort Agenda, schauen wir uns vielleicht ganz kurz mal die Agenda und ein paar logistische Hinweise noch an. Springen wir aber schnell drüber. WLAN, ich denke, man hat es draußen schon gesehen und lesen können. Microsoft Guest und unten das Passwort, wer also hier mit dem Code sich einwählen möchte. Foto-Videoaufnahmen, ja, in der Tat, Sie haben es gesehen, es gibt ein Kamerateam, das rumläuft, es werden auch Bilder geschossen. Wer das gar nicht mag, spricht einfach dieses Team an und dann kann man sie aus diesem Bilderset dann auch rausnehmen. So, Accessibility for All, Sie werden vielleicht hier vorne sich wundern, was läuft denn da mit auf diesem Monitor? Das nennt sich Eve, ist eine KI in Action, könnte man sagen. Eine selbstlernende KI, die hier eben das gesprochene Wort, und ich habe schon mitbekommen, ich rede ein bisschen zu schnell, sagte der Kollege, der hinten mitkorrigiert, die selber lernt, aber auch von Kollegen teilweise noch korrigiert wird. Und vor ein paar Wochen haben wir gesagt, komm, jetzt trauen wir uns mal, schieben wir das mal bei Veranstaltungen einfach mit rein. Aber auf die große Leinwand vielleicht erstmal noch nicht. Also deshalb steht es jetzt noch an der Seite. Und der ein oder andere Schmunzler wird sicher kommen, wenn Sie mal rüberschielen. Also es ist noch nicht ganz 100% perfekt, aber wie gesagt, es lernt gerade. Und das ist das große Thema bei Microsoft, gerade eben Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen, aber auch natürlich Veranstaltungen online, virtuelle Events, accessible zu machen, also für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So, jetzt vielleicht noch ganz schnell die Raumübersicht. Wir trennen uns ja heute nach der Mittagspause dann zu einzelnen Breakouts. Sie haben es aber draußen, glaube ich, von der Ausschilderung her schon gesehen. Wir sind jetzt gerade übrigens hier im Raum Washington ganz rechts. So, last not least, die Agenda, wie gesagt, gehen wir nicht im Detail drüber, nach der Mittagspause diese drei Breakouts, vielleicht ganz interessant, nochmal ab 13:30 Uhr und Sie sehen es hier. Smart Mobility, Customer Engagement und das ganze Thema Process Engineering, eben das findet in Redmond, New York und Washington statt. Das ist, glaube ich, für Sie ganz wichtig und interessant an dieser Stelle. Genau, da springen wir jetzt einfach mal drüber und kommen jetzt zu dem Mann, verehrte Gäste, der Herr, der uns alle hierher nach München eingeladen hat. Der Mann, der das alles hier angezettelt hat mit seinem Team. Bitte begrüßen Sie unseren Gastgeber. Herzlich willkommen, Stefan Raschke. Stefan, fehle ich ein. Ich habe das Partnerslide jetzt mal stehen lassen, aber wir kommen gleich darauf zu sprechen, dass nicht Microsoft allein diesen Tag heute hier gestaltet, sondern viele, viele Partner hier auch mitwirken. Stefan, du betreust eines der größten Kundensegmente bei Microsoft hier in Deutschland. Vielleicht sagst du noch zwei, drei Sätze zu deinen täglichen Aufgaben als Vertriebsdirektor für den Automotive-Bereich. Was machst du da genau? Scharf geschaltet. Aber hallo. Ja, Dieter Thomas Heck. Komm mal ein bisschen ins Licht. Du bist so dunkel irgendwie. So, das ist er, Stefan Raschke. Das möchte ich so. Soll ich in die Mitte? Ja, also ich bin verantwortlich für die Automobilindustrie und Automobilindustrie bei Microsoft heißt die drei deutschen Automobilhersteller, die Zulieferindustrie und im Grunde genommen dann noch so die Serviceorganisationen drumherum, wie beispielsweise TÜV und DEKRA, die gehören also zu unserem Accountportfolio und die Verantwortung von mir und meinen Teams ist zum einen natürlich die Kunden dabei zu unterstützen, die klassische IT zu transformieren in Richtung neuer Technologien und Plattformen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Veränderungen, durch die wir als Mannschaft gegangen sind, in die Businessbereiche unserer Kunden hineinzugehen und dort mit unseren Kunden gemeinsam zu überlegen, wie können wir helfen, neue Services bzw. auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also die nächste Frage fast ein bisschen vorweggenommen. Warum habt ihr diesen Tag heute hier aufgezogen, Stefan? Was passiert denn in der Automotive-Branche gerade? Warum gibt es Gesprächsbedarf? Na, wenn ich das jetzt beantworte, kann ich mir gleich mal einen Vortrag sparen. Deswegen, wie der Titel der Veranstaltung, glaube ich, ja sagt, hier geht es auch ein Stück weit um Innovation in der Automobilindustrie. Was wir heute erreichen wollen für Sie alle, ist natürlich auch ein Stück weit den Blick zu bekommen,
Was tun wir für die Automobilindustrie, auch wenn Sie sicherlich in den letzten Monaten das ein oder andere in der Öffentlichkeit ja wahrnehmen können. Zum einen geben wir so ein bisschen den Blumenstrauß mal mit. Welche Möglichkeiten gibt es? Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, wenn ich in der Autosprache das sagen darf, den Blick unter die Motorhaube tun. Das wird dann gleich mein geschätzter Kollege, der Benjamin Kreck, tun. Mit welchen Technologien tun wir das überhaupt? Wo setzen wir auch die Schwerpunkte? Und schließlich und endlich klang ja gerade an, künstliche Intelligenz ist einfach ein Faktor. Und wir wollen auch ein bisschen dabei helfen, heute die Angst zu nehmen vor diesem Thema, was uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch intensiv begleiten wird. Ihr habt den Tag heute nicht allein gestaltet. Das Team von Microsoft hat sich viele Fachexperten, Branchenpartner eingeladen und ihr habt euch da zusammengetan. Wir sehen im Hintergrund das Slide. Was erwartet die Gäste denn drüben in der Partnerausstellung? Du bist vielleicht schon ein bisschen durchgelaufen, hast mit dem einen oder anderen gesprochen. Was könntest du so als kleiner Teaser für drüben für die Partnerausstellung mitgeben? Naja, wir von Microsoft, wir sind ja nur diejenigen, die eigentlich die Plattform zur Verfügung stellen, also die Basistechnologien. Die eigentliche Veredelung und ich darf das so sagen, die letzte Meile, die kommt ja tatsächlich von den Partnern. Und das ist eine Riesenchance, anhand von vielen konkreten Beispielen zum Thema künstlicher Intelligenz, zum Thema Connected Services, letztlich auch sich mal einen Blick zu verschaffen, was denn alles möglich ist. Und ich kann Sie wirklich nur herzlich einladen, die Gelegenheit heute Nachmittag auch zu nutzen, diese Partner-Breakouts zu besuchen, beziehungsweise die Räumlichkeiten auch zu nutzen, um Lösungen, also wirklich End-to-End-Lösungen mal zu sich anzuschauen. Und ich möchte an dieser Stelle auch wirklich nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, das, was wir tun, den Erfolg, den wir haben bei Microsoft, der wäre definitiv nicht möglich ohne unsere Partner. Und deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Zum einen, dass heute so viele Partner auch diese Veranstaltung ermöglicht haben und zum anderen natürlich auch für die gute Zusammenarbeit der Vergangenheit und natürlich auch die gute Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft. Letzte Frage an dich, Stefan, als Gastgeber. Was wäre dein Wunsch? Mit welchen Eindrücken, mit welchen Informationen, mit welchem Gefühl vielleicht sogar sollen heute Abend die Gäste diesen Innovation Summit verlassen? Was sollte auf jeden Fall heute hier passieren? Was sollte auf jeden Fall nach diesem Tag hängen bleiben? Ja, also das eine ist, Microsoft macht das alles nicht alleine, sondern wir machen das, was wir tun, mit Partnern zusammen. Das ist für mich wichtig, dass Sie das mitnehmen. Es ist ein großes Ökosystem. Warum mir das wichtig ist, sage ich auch nochmal gleich im Kontext meiner eigenen Ausführungen, wie sich diese Branche verändert. Also wir stehen auch für diese Form von Partnerschaften. Das zweite ist künstliche Intelligenz auch ohne Sorge oder mit weniger Sorge zu sehen und einfach auch ein paar Chancen zu entdecken für den Alltag. Schließlich und endlich, Microsoft kann Automotive-Industrie. Das wären für mich so die drei wichtigsten Punkte, wo ich mir wünsche, dass Sie die nachher mitnehmen zum, was war das, Starnberger See? Vielleicht, Networking extended, dann in Richtung Süden noch. Ja, herzlichen Dank, Stefan Raschke, für diese Gebrauchsanweisung für den heutigen Tag. Vielen Dank für diese Informationen. Und wir steigen direkt ein in unsere Agenda mit dem ersten Vortrag. Und der kommt von dir, Stefan, im Tandem mit unserem Kollegen, mit Benny Kreck. The Road to Artificial Intelligence in Automotive. So ist euer Vortrag überschrieben. Und es geht natürlich unter anderem um das große Thema KI. Bitte, Stefan. Ich wechsle mal meinen Platz ins Dunkle. Ja, sorry. Genau. Ah, danke. Pfeiltaste reicht. Genau. Gut, also nochmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Stefan André Raschke, verantwortlich für die Automobilindustrie in Deutschland. Ich freue mich auch, dass Sie heute hier sind und nicht zum Starnberger See weitergefahren sind. Und ich habe jetzt ungefähr 15 Minuten, in denen ich von meiner Seite aus Ihnen mal den Überblick geben möchte. Zum einen, was tun wir in der Automobilindustrie und da soll Ihnen das Video ein bisschen mal einen Eindruck verschaffen. In fact, by the year 2030, all new cars will be digitally connected. In this new landscape of connected devices, Microsoft, automakers, rideshare, carshare and other transportation providers are taking things one step further. Together, we're making the Internet of Things mobile, creating next generation connected mobility solutions that unite the intelligent cloud and intelligent edge. And we know these solutions require a platform infrastructure that's global, flexible, scalable, and secure. That's why automotive industry leaders are partnering with Microsoft to build smart,
Connected Mobility Solutions and Services. The Microsoft Connected Vehicle Platform offers the infrastructure and support to integrate all your assets and solutions, helping you create breakthrough in-vehicle services and connect to consumers wherever they are. And we're not just talking about cars. We're talking about anything that moves. From cars and trucks to cranes, ships, and drones. Regardless of the assets in your system, the Microsoft Connected Vehicle Platform enables secure, scalable data ingestion into a common data lake. From there, you can transform data into insights, and insights into action. With the help of our ecosystem of expert solution partners, the Microsoft Connected Vehicle Platform allows vehicle makers to focus on creating differentiated, intelligent, connected mobility experiences for their customers. Transformation is happening fast. Go faster with the Microsoft Connected Vehicle Platform. Im Folgenden möchte ich in drei Teilen gemeinsam mit meinem Kollegen Benjamin Kreck Ihnen zum einen aufzeigen, warum Partnerschaften aus unserer Sicht ein wichtiger Faktor sind in der Automobilindustrie. Dann gehe ich in meinen Ausführungen auch mal kurz ein auf zwei Beispiele, die Ihnen konkret zeigen sollen, wohin führt letztendlich auch diese Reise in der Automobilindustrie mit Hilfe von Microsoft-Technologie. Und dann wird, wie angekündigt, der Benjamin Kreck den Blick unter die Motorhaube erlauben. Erlauben Sie mir zu Anfang, Ihnen aber kurz nochmal mitzugeben, warum wir auch selber davon überzeugt sind, dass Microsoft ein Partner sein kann für die Automobilindustrie. Wir selbst sind durch eine große Transformation gegangen. Wenn Sie zurückdenken, 4 bis 5 Jahre, bevor Satya Nadella als CEO die Führung des Unternehmens übernommen hat, dann werden Sie sich erinnern, war Microsoft mehr oder weniger bekannt für zwei Dinge, Betriebssystem, Windows und Office. That's it, almost. Richtig? Und deswegen, zu dem Zeitpunkt hat die Industrie auf uns geschaut und hat gesagt, eigentlich ist das eine lame duck und wir selber sind durch diesen Wandel gegangen, die letzten 4, 5 Jahre. Und was da bei uns passiert ist, hat Satya Nadella in diesem Satz eigentlich gut zusammengefasst, nämlich our industry does not respect tradition, sprich Windows und Office, it only respects innovation and trust. Und was wir in den letzten 4, 5 Jahren getan haben innerhalb von Microsoft, wir haben auf der einen Seite das Unternehmen komplett transformiert hinsichtlich aller Technologien, Produkte in Richtung Cloud-Technologie. Cloud-Plattform ist heute ein Enabler für viele technologische Services. Und auf der anderen Seite eben Vertrauen. Cloud hat halt unbedingt etwas zu tun mit, ich übergebe die Daten eben in fremde Hände. Und das funktioniert nur in einer hochsicheren Umgebung. Und das wiederum basiert natürlich auf dem Thema Vertrauen. Und in beide Richtungen hat dieses Unternehmen Microsoft enorme Investitionen geleistet. Zum einen Cloud-Plattform-Technologien zur Verfügung zu stellen und auf der anderen eben, auf der anderen Seite eben auch enorme Investitionen in das Thema Security von Data, aber natürlich auch Überzeugungsarbeit innerhalb der eigenen Industrie, sprich IT und Telekommunikation, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz viel mit ihnen gemeinsam, Sie als Kunden bzw. Partner auch in uns und in unsere Technologien, unsere Plattform zu vertrauen. Für uns innerhalb der Microsoft war das verbunden mit massiven Veränderungen, auch kulturell. Und einer dieser Entscheidungen ist sicherlich, und deswegen möchte ich das nochmal betonen, dass alle diese Dinge eben nur funktionieren, wenn man gute Partnerschaften unterhält, und diese Partnerschaften letztlich auch dann diese Veredelung von Basistechnologien ermöglichen. Wenn ich diesen kulturellen Wandel übertrage auf die Automobilindustrie, dann gestatten Sie mir, dieses Zitat hier zu verwenden. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal auch von mir gesehen. Take out the driver, take out the IC engine, take out the dealers, take out ownership, otherwise it's business as usual. Das ist nicht von uns, das ist nicht von Microsoft, das hat gesagt Adam Jonas, ein Auto-Industrieanalyst, der in diesem Statement letztlich beschreibt, dass das Geschäftsmodell in der Automobilindustrie einer massiven Veränderung unterliegt, andererseits
wird es im Grunde genommen so weitergehen wie bisher. Und das wiederum öffnet eigentlich Türe und Tore für andere Wettbewerber. Und wenn Sie mir an der Stelle gestatten, den Hinweis auf Tesla, vor, ich glaube, 14 Tagen ungefähr ging das ja relativ stark durch die Presse. Der Druck, der momentan auf diesem Unternehmen liegt, und da wird der ein oder andere vielleicht sagen, habe ich doch gleich gewusst. Und auf der anderen Seite würde ich das eher als Einladung zur Tat begreifen. Das ist für uns gemeinsam mit Ihnen allen eine Riesenchance, die Automobilindustrie dabei zu unterstützen, die Schlüsselrolle, die die Automobilindustrie für Deutschland hat, weiter auszubauen und damit natürlich auch ein entscheidendes Momentum für die gesamte Industrie zu erzeugen. Was bedeutet das letztendlich auch in den einzelnen Pillars technologisch, was die Automobilindustrie gerade erlebt? Also wir glauben seitens Microsoft, gestützt auf ein paar Analysen, die kommen von McKinsey, Accenture und auch von uns selbst, dass es eigentlich vier Bereiche gibt, in denen massive Veränderungen in einer explosionsartigen Geschwindigkeit passieren. Das eine ist Connectivity, das andere ist natürlich autonomes Fahren, schließlich Shared Services und eben das Ermöglichen von elektrischem Fahren. Alle diese vier Bereiche passieren in den nächsten 10-12 Jahren. Und die Tendenzen, die wir ja aus der Vergangenheit kennen, eher geht es schneller als langsamer. Und ich glaube, es ist weniger wichtig, jetzt zu gucken, okay, sind es tatsächlich 100% der Autos, die dann in meinetwegen 10 Jahren tatsächlich connected sind. Es werden aber wahrscheinlich irgendwie 80-90% sein, was aus meiner Sicht genug Energie erzeugt, um zu sagen, okay, es ist einfach enorm wichtig, die technologischen Grundlagen für Connected Driving zu ermöglichen. Autonomes Fahren, große Diskussion, Level 1 bis 5, ist jetzt wirklich autonomes Fahren vollumfänglich bereits möglich, wann und so weiter und so weiter. Fakt ist, autonomes Fahren wird kommen. Es ist ein Unterscheidungsmerkmal in der Industrie und es bedeutet, wir müssen da rein investieren gemeinsam. Shared Services, Städte kollabieren. Ich glaube, wir erleben gerade nur den Anfang, wenn meinetwegen so wie heute Morgen hier in München eine Logistikmesse ist und sofort ein Riesen-Impact da ist auf die Verkehrssituation. Es wird einfach vermehrt in die Richtung gehen, wie man eben gemeinsam Fahrzeuge bzw. Mobilitätsservices nutzen kann. Und schließlich und endlich, ich glaube, die Nachrichten der letzten Tage zeigen es, wie beispielsweise Volkswagen, die jetzt ihre neue K-Serie announced haben, wie schnell auch ein Momentum innerhalb der Endkunden passiert, zu sagen, das ist die Technologie, auf die es geht. Das bedeutet aus meiner Sicht, aus Sicht von Microsoft, es braucht eine Veränderung in der Zusammenarbeit zwischen Automobilindustrie und das meint aus meiner Sicht sowohl die Hersteller von Autos genauso wie letztendlich die Zulieferindustrie, das Service-Ökosystem drumherum. Nämlich diese Geschwindigkeit zu unterstützen hinsichtlich der technologischen Möglichkeiten geht nur, wenn man andere Formen von Partnerschaften implementiert. Und einer dieser Beispiele ist die Zusammenarbeit zwischen Volkswagen und Microsoft, die Ihnen deutlich machen soll, was da auch letztendlich in den Köpfen der Menschen in dieser Industrie passiert, auf beiden Seiten. Und wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Wir haben verschiedene Formen dieser Partnerschaften in den letzten anderthalb Jahren abgeschlossen. Volkswagen hat sich entschieden, und das wird von Dr. Diess ja sehr deutlich auch in der Öffentlichkeit positioniert, sich zusammenzutun mit Microsoft, um eben neue Services rund um künftige Fahrzeuge anzubieten und das eben in einer strategischen Partnerschaft mit einem Technologieanbieter, in dem Falle eben Microsoft. Was bedeutet das, wenn Sie an künftige elektrische Fahrzeuge denken? Dann geht es eben um Ladevorgänge, um Parkvorgänge, letztendlich aber auch um die Anbindung von diesen Fahrzeugen an Smart Home, Smart City Konzepte, um damit letztendlich natürlich auch den Fahrkomfort für uns alle zu optimieren. Diese Dinge könnte man jetzt sagen, naja, das hat die Automobilindustrie sicherlich auch rein intellektuell selber drauf, aber was eine Automobilindustrie heute sicher nicht hat, ist die Software-Expertise,
diese Kapazitäten, die wir als Microsoft beispielsweise zur Verfügung stellen. Und das ist genau der Inhalt einer solchen Partnerschaft, dass wir dieses fehlende Asset für solche technologischen, wirklich auch radikalen Veränderungen unterstützen. Warum glauben wir, dass wir der richtige Partner sind, nicht nur für Volkswagen, sondern auch für andere Unternehmen? Diese Partnerschaft, die wir anbieten, basiert auf drei wesentlichen Elementen. Das eine ist, wir haben ein ganz klares Commitment, dass wir keine Autos bauen. Wir werden auch keine Firma kaufen, die Autos baut. Die Diskussion, wie gesagt, hatte ich gerade kurz angedeutet, gibt es ja gerade Apple, Tesla nachzulesen in den Medien. Wir unterstützen Sie dabei, dass bei allen künftigen Konzepten, sei es ein neues Fahrzeug, eine Mobilitätsplattform, dass die User Experience und damit diese Brand Loyalität, dass die Ihnen auch erhalten bleibt. Was meint das? Stellen Sie sich vor, ein autonomes Fahrzeug, vollgepackt mit entsprechenden Infotain-Displays, könnte sein, dass dann wir sagen, da ist eine Menge Microsoft-Technologie drin, die dann auch natürlich die Möglichkeit anbietet, dass wir unsere Brand positionieren. Da gibt es ein klares Commitment zu der Brand, meinetwegen BMW, Daimler oder Volkswagen, you name it, dass wir dort ganz klar sagen, das bleibt eine Kundenerfahrung mit der entsprechenden Marke. Alle Daten, die erzeugt werden, das ist das dritte Commitment, was wir geben, die bleiben in der Hand und damit auch in der Kontrolle der entsprechenden Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Auch da gibt es ein klares Commitment. Mit diesen drei Prinzipien unterscheiden wir uns aus Sicht von Microsoft wesentlich von anderen Playern in der Automobiltechnologieszene. Und deswegen sind wir überzeugt davon, dass das auch die wichtige Grundlage ist für eine erfolgreiche Partnerschaft. Schließlich und endlich erlauben Sie mir den Hinweis noch, Privatsphäre ist natürlich ein Menschenrecht. Und Microsoft bekennt sich ganz deutlich auch zu diesem Menschenrecht. Und das ist jetzt nur noch mal hier der Hinweis auf die Unterstützung von GDPR beziehungsweise auch die Convention, die Genfer Konvention zum Thema digitale Nutzung. Erlauben Sie mir zwei Beispiele, die deutlich machen sollen, dass wir nicht nur darüber reden, sondern dass eben auch tatsächlich erfolgreich Technologie, Basistechnologie gelandet ist und bereits auch im Einsatz ist. Seit mehreren Jahren arbeiten wir mit BMW zusammen und unter anderem vor 4 Jahren bereits haben wir mit BMW gemeinsam das Thema Open Mobility Cloud in die Fahrzeugflotte eingeführt, also Funktionsinformationen im Fahrzeug, die über ein Mobiltelefon den Fahrer erreichen, die kommen über die Azure Cloud bzw. werden über die Azure Cloud genutzt. Es wurde dann ausgeweitet in Richtung der Office-Funktionalität, also wie mache ich einen Fahrer bzw. Nutzer von Mobilität produktiver im Fahrzeug, und so ist dann eben die Office-Funktionalität in zunächst mal den neuen 5er und mittlerweile dann auch in den neuen 3er eingeführt worden. Was kann man da machen? Also beispielsweise Skype for Business, also Telefonkonferenzen im Auto führen, um nur ein Anwendungsbeispiel zu zeigen. Und schließlich und endlich dann der sogenannte IPA, Intelligent Personal Assistant. Intelligent, weil er lernt, intelligent, weil er sich auf den Fahrer einstellt. Und das ist also eine neue begleitende Funktionalität im Fahrzeug im Kontext von BMW-Fahrzeugen bzw. Mobilitätsdienstleistungen von BMW. Und hier lastly, ein Beispiel, we wanted to show you how we were able to develop a custom skill that is very specific to BMW. Hey Joy, why do you need service? Your car needs service for oil. I am able to help you out. Do you want to book a service appointment at your preferred dealer? Yeah, that would be great. Your dealership offers multiple services for oil. The first suggestion is engine oil service. Do you want to select this service? Yes, the first one is good.
Okay, I selected the service engine oil service. Do you have a specific day in mind? Wednesday would be good. All right, on Wednesday, May 8th, can you specify the time of day, morning, afternoon or evening that works best? Let's do afternoon. All right, I found 9 available slots. The first option is 12 p.m. to 12:30 p.m. Do you want to select this appointment? Yeah, I'll go with the 12 p.m. Okay, I've booked the following services. And these were just some of the interactions we were able to... Okay. Waren nur ein paar Beispiele. Ich würde jetzt gerne Ihnen noch ein zweites Beispiel präsentieren und darf den Dr. Robert Nahm auf die Bühne bitten. Da geht es um Ersatzteilerkennung. Lieber Robert, the stage ja, is yours. Stefan, herzlichen Dank, dass du mich nach vorne holst. Ich möchte heute ganz kurz noch das Beispiel von Bosch Cognitive Services zeigen. Die nutzen auch unsere Microsoft AI-Technologie für die Ersatzteilerkennung. Es ist gerade im Bereich des Services ist es eine Schlüsseltechnologie. Da sind dann solche Teile, die fallen dem Servicetechniker in die Hände, ja, stehen dann vor ihm, sind teilweise verschmutzt. Ja. Und man fragt sich, welches Teil das ist und ich muss das ja nachbestellen. Und dann machen die jetzt was ganz was Einfaches, die Bosch. Die haben eine schöne kleine App gemacht. Da scannt man einfach drauf, nimmt das Teil mal auf. Ich mache das hier mal. Jetzt ist das Bild fotografiert. Meine Uhr bimmelt schon. Es ist auch abgeloadet in die Cloud. Und dann kommt wirklich eine Liste an Teilen, die wirklich sehr gut passen. Da steht jetzt dort, das ist das Filterelement BMS6. Und mit über 80% Wahrscheinlichkeit. Und ich finde, das ist einfach eine tolle Thematik, wie man AI einfach im normalen Leben benutzen kann als Servicetechniker. Und wir werden viele dieser Beispiele in Zukunft sehen. Von uns kommt da die Technologie mit Cognitive Services, die Bilder zu erkennen. Und Bosch hat natürlich das Ganze veredelt mit einer Maschine, die kann man dann leasen, kann man dann 400 Ersatzteile pro Tag durchscannen. Von allen Blickwinkeln wird das gemacht. Und die werden dann in die Cloud geschickt, da werden die Teile freigestellt, werden 20.000 verschiedene Hintergründe appliziert, sodass das mehr oder weniger überall auf jeden Hintergrund eigentlich funktioniert. Das ist ein schönes Beispiel, AI im After-Sales. Das war's von meiner Seite. Lieber Robert, Dankeschön. Damit übergebe ich an den Benjamin Kreck, der uns jetzt den Blick unter die Motorhaube ermöglicht. Also wie geht das eigentlich alles? Lieber Benjamin, gebe an dich weiter. So, kann man nicht hören? Das fühlt sich so an, als ob es abgesprochen gewesen wäre. Also, kurz zu meiner Person. Benjamin Kreck, ich trage die technologisch-fachliche Verantwortung in unserer Specialist-Team-Unit. Ich weiß, Microsoft ist immer noch leicht verwirrend. Ein Team von unseren Teams, dort die technische Verantwortung über alle Industrien. Das heißt, ich versuche mich immer in die jeweilige Industrie, so gut es geht, reinzufuchsen. So, die Gratwanderung wird die folgende sein. Die Kollegen sagten vorher zu mir, nicht nur Technologen, nicht zu tief technisch. Das werde ich versuchen zu beachten. Das Zweite ist, der Kameramann sagt zu mir, so groß, nicht vor die Leinwand, nicht zu weit nach hinten. Also räumliche Herausforderungen gepaart mit der fachlichen Verantwortung. Das ist mein Ziel für heute. Los geht's. Also, Stefan hat, glaube ich, die Bühne perfekt gefüllt mit zwei Dingen. Zum einen, was bedeutet Microsoft heute? Wir sind nicht mehr Lizenzvertrieb, Lizenz verkauft, 3 Jahre später kommen die Truppen aus den Bussen gerannt und versuchen die Lizenz wieder zu verkaufen, sondern Co-Engineering, wunderbares Beispiel mit VW. Wir partnern mit unseren Kunden auf die Gefahr hin, dass Kunden uns wegspringen, müssen wir zusammen mit unterstützen. Stefan sagte selber schon, in einem heutigen Auto laufen 10 Millionen Zeilen an Code, in Zukunft wird es noch viel mehr, das heißt Software, Erfahrung in der Automobilindustrie bringt immer größere Anforderungen mit, da unterstützen wir natürlich sehr gerne. Das zweite Beispiel, oder das zweite, was Stefan zurückgelassen hat, ist das folgende. Die Referenzbeispiele, die wir gesehen haben, und zumindest die, die am meisten Staub aufwirbeln, sind die Szenarien, die datengetriebene Technologien mit sich bringen. Und darum soll es jetzt gehen. Also der technologische Blick unter die Motorhaube mit dem Fokus datengetriebene Technologien, Neudeutsch Artificial Intelligence. Warum ist das das Herzstück? Wir haben gleich nach mir noch den Beitrag von Extolo. Ein paar Excellence-Beispiele dafür, wie es wirklich geht.
Industrieübergreifend strukturieren wir uns bei Microsoft folgendermaßen. Wir sehen 4 hauptdigitale Potenziale, die man aushebeln kann. Engage your customers, also Digitalisierung der Endkundenschnittstelle, optimize your operations, empower your employees and transform your products. Bosch, BMW, Audi und VW, was wir eben gesehen haben. Audi haben wir nicht gesehen, haben wir vorher noch kurz rausgenommen. Also Bosch, BMW, VW und Audi kommt später, sind wunderbare Repräsentanten von dir in 4 Bereichen. Daten und das, was man aus den Daten macht, ist das Herzstück. Das heißt, die 2 oder 4 Bereiche, die befruchten sich mit der zentralen Instanz Daten, die einem die Möglichkeiten geben, Einblicke zu finden und daraus neue Entscheidungen zu treffen. Darum soll es jetzt gehen. So, los geht's. Was sind die Haupt-3 Treiber dafür, dass das Momentum in dem datengetriebenen Umfeld so groß ist aktuell? Daten an sich, das natürlich liegt sehr nahe. Im letzten Jahr wurden mehr als 10-mal so viele Daten global gesammelt wie in der gesamten Historie zuvor, also extrem exponentielle Explosion an Daten. Diese Daten müssen prozessiert werden und immer mehr in Ad-Hoc-Situationen, also mit viel höherer Flexibilität und Skalierungsfähigkeit. Das trifft also auf den Bereich Ubiquitous Computing, also Satya Nadella nennt das den Supercomputer, den Weltcomputer. Es ist nicht nur noch ein Server oder eine Maschine, die Compute-Ressourcen hat, sondern mehr oder weniger jedes Objekt. Edge-Objekte wie ein Auto, eine Uhr hat Rechenkapazität. Wie kann man diese Welt miteinander vernetzen und intelligente Insights generieren? Also Daten prozessiert durch Ubiquitous Computing und dann Breakthroughs in Intelligence. Wir sind natürlich nicht jetzt erst intelligent geworden. Ich werde später darauf eingehen, was sind die Hauptpunkte. Aber jetzt sind wir in der Lage, in bestimmten Bereichen mit Technologie und Maschinen ähnliche Fähigkeiten, wenn die Rahmenbedingungen gut abgesteckt sind, hinzubekommen wie wir als Menschen. Los geht's. Also zur Agenda. Wir hangeln uns durch die 3 Bereiche durch. Erstes Beispiel, Data Estate. Ich war vor 2 Monaten in Redmond und hatte einen Multi-Customer-EBC. Und da war wirklich das der Konsens am Ende. Jeder ist natürlich mit der Erwartungshaltung gekommen und zumindest mit dem Verständnis zu sagen, AI ist das Ding von morgen oder eigentlich schon von heute, da müssen wir ran. Aber das Hauptding ist, also if AI is king, then Data Foundation is King Kong. Ich bin Mathematiker, im Studium habe ich immer gelernt, sowas würde man formulieren als die notwendige Bedingung, um volle Potenziale im Bereich AI auszuhebeln, ist die Data Foundation. Bestes Beispiel, Extollo. Ich will noch so ein bisschen die Erwartungshaltung für den Vortrag danach ankurbeln. Also wie kriege ich es hin von in der Automobilindustrie, Research and Development, Prototyping, Entwicklungsszenarien an sich, die ersten Point-of-Sales-Kontakte mit meinem Endkunden, dann Monitoring der bestehenden Objekte, die ich habe im Bereich Automobilindustrie, eine zentrale Dateninstanz zu haben und übergreifend zum Beispiel einen Blick auf meinen Endkunden zu haben, um perfekte Services für mein Endobjekt, wie zum Beispiel das Auto, zur Verfügung zu stellen. Um das auszuhebeln, muss erstmal eine konsistente Datenplattform da sein. Also das ist das Mindeste, was man mitnehmen sollte von meinem Vortrag. Data Foundation, notwendige Bedingungen, um volle AI-Potenziale auszuhebeln. Wir als Microsoft, die Zeit ist lange vorbei, dass wir in jedem Szenario um die Ecke kommen können und sagen können, Data Foundation, SQL Server. Der Markt gibt uns vor, welche Technologien aktuell genutzt werden. Das heißt, das Verhältnis zwischen den Technologien, die ursprünglich proprietäre Microsoft-Technologien waren, und denen, die jetzt Open-Source-Technologien sind, schrumpft. Zum Glück sind wir auch voll fokussiert auf den Open-Source-Bereich. Das heißt, ob Sie jetzt im relationalen oder nicht-relationalen Bereich Technologien benutzen, die nicht von Microsoft geboren wurden, sondern Open-Source-Technologien sind, oder doch der SQL Server, wir bieten Ihnen all das als Managed Service an und immer mit analytischen Kapabilitäten versehen. Das heißt, eine Datenbank immer versehen mit Möglichkeiten, jetzt was für die Technologen, Python oder R integriert in der Datenbank zu benutzen. Das ist unser Anspruch. So, neben dem Punkt, dass wir technologisch und als Unternehmen extrem offen sind, ist unser Commitment das folgende. In der Automobilindustrie ist die Herausforderung bestimmt auch groß. Es gibt Industrien, glaube ich, wo es noch größer ist. Combining disparate data sources. Es geht darum, Datensilos aufzubrechen. Leider, für uns leider, ist es so, dass jetzt nicht alle Datensilos schon in der Microsoft-Welt aufgehangen sind, sondern zum Beispiel bei Adobe im Marketingbereich oder bei SAP, S oder C4 HANA zum Beispiel. Und wenn ich jetzt davon spreche, eine konsistente Datenplattform zu schaffen, muss ich natürlich alle Datensilos anzapfen und darüber so eine konsistente semantische Schicht schaffen. Da haben wir uns darauf geeinigt mit den beiden Unternehmen, es werden wahrscheinlich noch weitere Folgen, die Open Data Initiative zu announcen. Man muss sich das so vorstellen, dass man sich darauf geeinigt hat, einen offenen Datenstandard zu schaffen mit dem Daten-Backend Data Lake Store Gen 2, Microsoft, sehr gut für uns. Da liegt dann die Möglichkeit, ein semantisches Layer zu finden, um die verschiedenen Datentöpfe miteinander zu verheiraten. Also, technologisch offen, Format und Datenausrichtung der jeweiligen Technologie extrem offen, weil wir so einem offenen Datenstandard uns jetzt angeschlossen haben. So schnell ging es schon mit dem ersten Punkt, Data Estate, if AI is king,
then Data Foundation is King Kong. So, Ubiquitous Computing. Kurze Anekdote, ich habe vor 2 Wochen einen großen Vortrag in der Pharmaindustrie gehalten. Die sind längst noch nicht so weit, also das ist natürlich jetzt kein Maß der Dinge. Aber da kam eine Rückmeldung, dass die Kollegen vorher, das waren die französischen Kollegen, sagten vorher zu mir, Benjamin, unbedingt erwähnen, Azure, das ist der Name unserer Cloud-Plattform. Das heißt, es gibt es in der Pharmaindustrie, wissen überhaupt nicht, dass es Azure ist. Das habe ich dann gesagt, danach habe ich eine E-Mail bekommen aus dem Vorstand von Sanofi und die sagt sie, das ist ja ein lustiger Name, Azure heißt Ärger auf Hessisch. Das habe ich vorher auch noch nie gehört gehabt. Also, aber darauf habe ich natürlich auch eine Reaktion. Es gibt Kollegen, ich glaube Scott Guthrie macht das an guten Tagen auch, da sagt er einfach nicht Azure, weil der weiß das wahrscheinlich mit dem Ärger auf Hessisch, sagt er einfach Azure. Deswegen für die Hessen unter den Automobilkollegen Azure, dann gibt es überhaupt keinen Ärger. So, was ist Azure? Das ist einmal unsere Public-Cloud-Plattform, aber natürlich auch das gesamte Ökosystem, also mit dem Edge-Konzept und der Integration unserer Hybrid-Story. Dahinter stecken 54 Regionen, in jeder Region mehrere Data-Center. Wir können, liegt es an mir mit den Geräuschen? Das könnte eigentlich jetzt nur Azure dann sein. Okay, also dann, wir können mehr als 150 Länder bedienen, verfügbar, großes privates Netzwerk, Backend, was wir dahinter haben. Neben den funktionalen Punkten, wie differenzieren wir uns wirklich? We do not compete in the business of our customers. Stefan hat das perfekt gesagt. Wir bauen nie Autos, wir werden nie in die Wertschöpfungskette der Automobilindustrie, Pharmaindustrie oder so nicht, in keine Industrie eingreifen. Wir sind der Plattform-Enabler. Das ist neben den funktionalen Punkten unsere Differenzierung. Auf die Punkte Hybrid, Data und AI gehen wir jetzt noch ein. Also Azure ist der Supercomputer, der uns viel ermöglicht. So, neben unserem Commitment, Ihnen, und ich finde, Azure kann man sich so irgendwie merken, das ist praktisch die Garantie für Sie, mit dem höchsten Servicegrad die letzte, beste, innovativste Technologie zu konsumieren. Das ist Azure. So wird es vielleicht irgendwann mal in Wikipedia stehen. Das ist Azure. Entschuldigung, das ist Azure. So. So. Muss ich das andere ausmachen? Nee. Okay, muss mal kurz umgreifen. So. Jetzt ist das unser technologisches Commitment. Beste, letzte, innovativste Technologie wird über Azure konsumiert. Jetzt haben wir alle, nicht nur Automobil- und Microsoft-Technologiewelten, wir haben alle die globale Verantwortung, bezüglich Nachhaltigkeit mit unserer Welt umzugehen. Schon 2020, also nächstes Jahr, wird 60% aller unserer Energien, die für die Datacenter aufgewendet werden, das ist extrem viel, durch erneuerbare Energien abgewickelt werden. Die Zukunft ist natürlich so geplant, dass es komplett CO2-emissionsfrei sein wird. Beispiele dafür sind das Project Natick. In der Nähe von Irland liegt unter Wasser ein Data Center, das sieht genau so aus. Das läuft 5 Jahre voll autonom, bedient sich durch Energie, durch die Turbinen umgewandelt werden und durch Solarpanels, die darüber hängen. Also das ist unser Commitment, um der globalen Verantwortung nachzugehen. So, was sind jetzt die Compute- bzw. Rechenleistungskontexte innerhalb von Azure? Das eine ist natürlich Public Cloud, was wir eben gesehen haben, unsere zentrale öffentliche Cloud-Plattform. Vor, jetzt muss ich aufpassen, die Industrie ist extrem nah an dem Konzept dran, sagen wir mal vor 8 Jahren würde die Zeichnung folgendermaßen aussehen, wir sehen oben die Cloud und unten On-Premise ihr Rechenzentrum. Jetzt taucht da noch das Edge-Konzept auf. Und zwar warum? Wir werden ja später von Audi das wunderbare Beispiel sehen bezüglich Resimulation. Ein, weiß ich, Level 4 oder Level 5 autonom fahrendes Auto generiert pro Sekunde im 2- oder 3-stelligen Bereich an Gigabyte Daten. Angenommen, Vodafone und T-Mobile sind so großzügig und verschenken 5G für alle kostenlos. Natürlich würde niemand trotzdem die Rohdaten aller in Zukunft autonom fahrenden Autos vom Edge-Konzept in die Cloud pushen. Das heißt, die Daten müssen dort prozessiert werden, wo sie entstehen. Und damit ist bei uns der Anspruch formuliert, dass wir unsere Plattform erweitern aufs Edge-Konzept, sodass sie möglichst seamless, also perfekt integriert in der Lage sind, zum Beispiel Algorithmen in der Cloud auszutrainieren, auf dem Edge-Device zur Verfügung zu stellen. Device-Handling in Form von Edge-Device-Handling für das Auto inklusive. Das heißt, all das, was Sie auf unserer Plattform machen, kann bidirektional in verschiedene Richtungen trainiert werden, on-premise oder in der Cloud, bereitgestellt werden on-premise oder auf dem Edge-Device. Also 3 Compute-Kontexte, Edge-Device, in Ihrem Fall meistens das Auto, Cloud, beliebig skalierbare Compute-Ressourcen und Rechenzentrum ist natürlich klar. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Uhr wir haben. Bis 11.10 Uhr darf ich, glaube ich, ne? Sehr gut. Okay, so, dann das Nächste. Standards folgen wir natürlich auf der technologischen Seite, wie wir eben schon angesprochen haben. Das gibt uns der Markt vor. Jetzt in den Client, in dem Fall Edge oder Auto-Cloud-Verknüpfung, folgen wir als einziger Hyperscaler von Anfang an Geburtsstunde unserer IoT-Story
folgen wir OPC-UA-Standard und sind auch der Einzige, ein großer Marktbegleiter hat sich da jetzt zurückgezogen kurzfristig, sind auch der Einzige, der in all den Quadranten oder Analystenquadranten geführt ist im Bereich IoT. Also das heißt, da ist ein großes Commitment, dem Standard zu folgen und wir werden da auf dem Markt, glaube ich, auch extrem gut wahrgenommen. So, wir sind schon beim letzten Beispiel, letzten Teil. Breakthroughs in Intelligence. Ich motiviere das typischerweise so. Ich habe gesagt, vor 7 Jahren oder 8 Jahren war das Edge-Konzept noch nicht so wichtig. Zu der gleichen Zeit, wenn Sie als Enterprise-Unternehmen die beste, die neueste und innovativste analytische Software kaufen oder nutzen wollten, war die per Definition eine proprietäre Technologie. Also zum Beispiel durch die Akquisition von IBM hat man SPSS-Technologie genutzt oder SAS Institute. Leider noch nicht ganz so oft Microsoft. So, das heißt, man musste viel Geld aufbringen, um die beste analytische Software zu nutzen. Heutzutage ist es so, alle Technologie und die beste Technologie, die ist Open Source born. Keiner bezahlt mehr dafür, die beste und innovativste Software zu benutzen, sondern es geht darum, das Ganze in Compute-Kontexten anzutrainieren und bereitzustellen. Damit geht einher, dass natürlich viel mehr Leute im Enterprise-Bereich und auch in der Community diese Technologie nutzen können und damit die Geschwindigkeit der Innovationszyklen extrem zunimmt. Das heißt, immer schneller werden immer neue Rekorde gebrochen, bis wir an dem Punkt angekommen sind, in dem wir in den 4 wahrscheinlich Hauptdisziplinen im Bereich AI Human Parity leisten können. Das heißt, wir sind zum Beispiel in der Lage, im Bereich Object Recognition, also 1000 oder 10.000 unterschiedliche Objekte sollen in Bildern erkannt werden, genau die gleiche Güte an Ergebnissen zu generieren wie eine Maschine. Das ist das erste Beispiel. Speech Recognition fällt genau in die Richtung, die Stefan vorgestellt hatte, bezüglich IPA zum Beispiel, also alle Human-Machine Interaction sind wir auch in der Lage, Human Parity zur Verfügung zu stellen. Das gleiche für Machine Reading Comprehension, das heißt nicht nur Text zu lesen durch die Maschine und zu fragen, was steht auf Seite 3 oder 4, sondern kontextuelle Fragen zu stellen, das kann die Maschine mittlerweile so gut wie der Mensch. Und das letzte ist Machine Translation. Das heißt, in vielen Bereichen sind wir in der Lage, ist leider immer noch Weak AI, also schwache AI, mit abgesteckten Rahmenbedingungen die gleiche Güte an Ergebnissen zu erzielen wie wir als Mensch. So. Was steckt dahinter? Das ist unsere ML-Plattform auf Azure. Los geht's in der ersten Zeile oben mit sogenannten Domain-Specific Pre-Trained Models. Dahinter stecken die Komponenten oder Teile der Komponenten von dem Bosch-Szenario, was wir gesehen haben. Man muss sich das so vorstellen, dass wir auf Daten, die wir zur Verfügung gestellt oder selber zur Verfügung haben, Algorithmik antrainieren und das kontinuierlich weitermachen, um ihn über eine sogenannte REST-API mit dem geringsten Aufwand in die Lage zu versetzen, Bilder zu erkennen, Sprache zu interpretieren, Sprache zu übersetzen. Das heißt, Ihr Aufwand ist maximal gering. Jetzt ist der Punkt nur der, wir können natürlich damit nicht beliebig viele Fragestellungen adressieren. Im Moment sind das so 30, 35 Fragestellungen. Wenn das nicht geht, sind Sie natürlich angehalten, selber auf der Plattform was zu entwickeln. So, und da kommt der nächste Bereich. Also, erstmal ganz kurz Familiar Data Science Tools. Wir sind da extrem offen. Es ist nicht so, dass alles in Visual Studio entwickelt werden muss. Man kann Jupyter Notebooks benutzen. Das heißt, der Markt ist extrem offen, dem müssen wir folgen. Und die Frameworks, die wir anbieten, sind genau die, die der Markt uns vorgibt. Also, TensorFlow, von einem unserer größten Marktbegleiter, müssen wir auf unserer Plattform mit anbieten und hoch integrieren. PyTorch, auch von den Marktbegleitern. ONNX, eine übergreifende Metasprache im Bereich AI. Wir bieten es letzten Endes an. So, und dann Productive Services, darunter Azure Databricks und Azure Machine Learning. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu der Azure Databricks. Wir sind der einzige Hyperscaler, der Databricks als First-Party-Service integriert hat in unsere Plattform, sodass Sie die Möglichkeit haben, mit unseren Model Management und Experimentation Services in Azure Machine Learning Databricks zu integrieren, wie auf keiner anderen Cloud-Plattform. So, und das Letzte ist, angenommen, Sie haben schon alles, aber wollen jetzt letzten Endes nicht nochmal ein Investment im Bereich Infrastruktur tätigen, dann haben wir die Möglichkeit, Ihnen für zum Beispiel Inference, FPGAs mit anzubieten, GPU für AI-spezifisches Antrainieren von Algorithmik oder große CPU-Cluster. Das heißt, bezüglich CAPEX und OPEX-Ausrichtung geben wir die Möglichkeit, auf Infrastruktur zurückzugreifen, wenn Sie den Rest selber abbilden können. Jetzt auf die Uhr gucken. Perfekt. So, wie ist der typische Flow? Also das hier ist eine sogenannte Lambda-Architektur. Das heißt, Daten können in Echtzeitströmen auf uns zukommen. Das ist der obere Teil, den wir hier sehen. Die können abgegriffen, also sogenannten Ingestion-Prozess, abgegriffen werden oder als Batch-Prozess. Also aufgestaute Daten werden in die Cloud restriktionsfrei in unser sogenanntes Data Lake integriert, um dort prozessiert zu werden. Databricks und Azure Machine Learning Services sind die zwei Services, die wir typischerweise empfehlen in dem Bereich.
Da haben Sie auch die Möglichkeit, auf sogenannte Scale-Out-Cluster zurückzugreifen. Das heißt, wenn Sie viel Compute-Ressourcen brauchen, um schnell zu trainieren, geben wir die Möglichkeiten, auf Kubernetes-Cluster zurückzugreifen für das Trainieren und für das Bereitstellen. Der Flow mit dem Edge-Konzept ist der folgende. Das heißt, die Cloud dient zum Trainieren und containerisiert können sogenannte Module in unser IoT-Edge-SDK deployed werden. Und da differenzieren wir nicht zwischen 5, 10 oder 25.000 Edge-Devices oder Autos. Das ganze Device-Handling wird mit durch die Plattform abgedeckt. So, jetzt noch eine Demo. Also, Democratizing AI. Ich springe kurz in den Browser. Perfekt. Also, für die, die die Demo noch nicht kennen, die stammt aus einem Termin mit Susanne Klatten. Und zwar hatte die ihre 100 Führungskräfte eingeladen und hatte mich gebeten, AI auch ihren Führungskräften näher zu bringen. Und dann sagte sie, wenn im Idealfall irgendwas, was mit einem ihrer Unternehmen zu tun hat, dann sagte ich, wunderbar, dann soll das BMW sein. Also die Herausforderung ist die folgende, mit möglichst wenig Zeilen Code, in dem Fall sind es wirklich 0 Zeilen Code, eine Maschine beizubringen, BMWs oder Ferraris auf Bildern zu erkennen. So, und dafür habe ich von Kaggle, so einer Data Science Competition Plattform, Bilder genommen zu BMW und Ferrari. Kurz nochmal die BMW-Bilder zeigen. Das Ganze läuft auf unserem Cognitive Services Dienst CustomVision.ai. Das kann jeder so machen. Das heißt, natürlich nicht BMW, ob man jetzt Objekte, also für all das, was man als Mensch mit dem bloßen Auge ziemlich gut differenzieren kann, kann man der Maschine beibringen, indem man Bilder zur Verfügung stellt, wie man das genau hier sieht. Dann auf Train klickt, hier oben, keine Zeile Code schreiben. Die sogenannten Transfer Learning Models werden antrainiert und danach kann man es dann verproben. An dem Abend vor dem Vortrag bin ich dann schnell zu meinem Sohn hochgerannt und habe gesagt, hast du ein BMW Matchbox Auto? Dann sagt er, was ist BMW? Dann sage ich, wo ist die Box mit den Matchbox Autos? Sagt er, da. Und dann sage ich, zack, das ist ein BMW. Und seitdem läuft er durch die Welt und denkt die ganze Zeit, so sieht ein BMW aus. Also gab es nur noch die Isetta. Die Isetta, und jetzt sieht man hier die Prädiktion, also Klassifizierung, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dahinter ein BMW steckt? 98%. Ich würde es natürlich nicht zeigen, wenn es nicht funktioniert. Funktioniert wunderbar. Wie es funktioniert, schaffen wir, glaube ich, zeitlich jetzt nicht abzudecken. Können wir mit den Kollegen machen oder in einem Gespräch nachher. Also, sehr gutes Beispiel. Wie kann ich einer Maschine die Fähigkeit anheften, Objekte zu klassifizieren, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Das Ganze kann jetzt deployed werden. Ob ich jetzt innerhalb von einer halben Stunde 100 Millionen Bilder klassifizieren möchte oder 10, das macht letzten Endes der Cloud nichts aus. Gut, dann nähern wir uns dem Ende und springen nochmal in die Präsentation. Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Zusammenfassen hier. So, was sind die drei Treiber? Das erste, Data Estate. Das heißt, überall entstehen Daten. Wir müssen in der Lage sein, überall die Daten abzugreifen und zu prozessieren. Ob auf dem Edge-Device, im Rechenzentrum oder in der Cloud. Unsere Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, die Daten mit der Technologie, die Sie nutzen wollen, mit einem extrem hohen Servicegrad abzugreifen, irgendwo zentral bereitzustellen in einer sogenannten Data Foundation und dann mit den Technologien, die Sie nutzen wollen, zu prozessieren. Das Ganze natürlich mit einem hohen Compliance-Standard bezüglich Security. Und die Performance kontrollieren Sie letzten Endes in der Cloud selber. Das nächste ist Intelligence. Wir haben gesehen, dass wir in bestimmten Bereichen in der Lage sind, Human Parity abzubilden. Das heißt, bei bestimmten sogenannten schwachen AI-Szenarien, wo die Rahmenbedingungen klar formuliert sind, ist die Maschine in der Lage, die gleichen Ergebnisse zu generieren wie wir als Mensch. Haben das in einer konkreten Demo gesehen, eben Brand Awareness, wie können wir BMW-Objekte erkennen und differenzieren zu Ferrari-Objekten. So, extrem offen, die Zeit ist vorbei, dass wir unseren Kunden vorgeben, was dafür die richtige Technologie ist. Wir haben selber auch einen Deep Learning Framework, das nennt sich CNTK. Der Markt gibt uns vor, TensorFlow ist das Maß der Dinge. Das heißt, wir müssen uns danach richten. Und das Letzte ist noch Democratizing ML. Es kann nicht sein, dass nur 5 oder 10% innerhalb eines Unternehmens in der Lage sind, solche Technologien zu nutzen. Wir müssen die so ausrichten, wie wir auch eben gesehen haben, dass im Idealfall die Leute mit den besten Ideen oft leider mit den schlechtesten Erfahrungswerten in dem Bereich in der Lage sind, möglichst viel selber zu machen. Also sind wir dazu gezwungen, nicht Code-Erfahrung, nicht jeder muss die 10 Millionen Code-Zeilen schreiben können, um sowas zu machen, sondern Demokratisierung ist hier das Maß der Dinge. Und das Letzte ist Cloud. Ein Punkt vielleicht noch dazu, bezüglich Differenzierung von Microsoft zu anderen Hyperscalern. Microsoft hat eine lange und große IT-Enterprise-On-Premise-Historie. Wir kommen mit dem SQL Server, immer noch ein ganz großes Business für uns, Windows Server, System Center. Kommen wir aus der On-Premise-Welt, aus der Historie, haben uns praktisch mit der nativen Evolution mitentwickelt hinsichtlich Cloud,
haben aber immer noch an unserem On-Premise-IT-Business festgehalten und haben praktisch unsere Plattform integriert auf beiden Welten. Das heißt, Sie haben all das, was Sie On-Premise nutzen, können Sie im Scale-Out-Szenario in der Cloud nutzen, mit einem hohen Integrationsgrad zwischen den beiden Welten. Das ist der eine Punkt. Und jetzt kommt das Edge-Konzept als letzter Punkt in der Evolution mit dazu. Die Public Cloud kam natürlich vor dem Edge-Konzept. Und unser Anspruch bleibt der gleiche. On-Premise, beziehungsweise Hybrid zwischen On-Premise und der Cloud und das Edge-Konzept können in alle drei Richtungen für alle Kapabilitäten im Bereich AI und datengetriebene Technologien praktisch austauschweise genutzt werden. So, dann Offenheit hatten wir, glaube ich, schon zu Genüge angesprochen und Trusted versteht sich bei Microsoft oder so von selber. So, jetzt, letzter Punkt. Satya Nadella nennt das Tech Intensity ist Tech Adoption und Exponenten steht Tech Capabilities. Was will ich damit sagen? Also was klar ist, ist, dass Technologie jede Industrie treibt wie kein zweiter Einflussfaktor. Jede Industrie ist getrieben durch Technologie, Top 7 Firmen innerhalb des Nasdaqs sind alles Technologieunternehmen. Da spielt die Musik. Die Geschwindigkeit der Innovationszyklen und Möglichkeiten, die in dieser Szene, technologischen Szene verfügbar sind, die nimmt rasant zu. Das habe ich vorhin gezeigt. Wir sind jetzt in der Lage, Human Parity zu generieren, zum Beispiel in Bilderkennungsszenarien. Vor wenigen Jahren war das aber noch völlig undenkbar. Das heißt, da rollt eine Welle an Geschwindigkeiten und Möglichkeiten auf einen zu. Die Basis dieser Gleichung hier ist Tech Adoption und das inkludiert natürlich auch Kultur. Wenn man als Unternehmen weder organisatorisch, und das ist, glaube ich, eine gute Überleitung gleich zu einem Extolo-Beitrag, weder organisatorisch noch kulturell die Rahmenbedingungen schafft, um dieser Geschwindigkeit nicht nur gerecht zu werden, sondern praktisch sie akzelerieren zu lassen, dann sind die Fähigkeiten, die da sind, völlig irrelevant für einen. Damit will ich eher motivieren, als Angst zu machen. Also ich will sagen, nur ein bisschen an kultureller Basis, die man schafft, und organisatorischen Möglichkeiten, bringt schon extrem viel, weil der Exponent der Tech-Capabilities, der dreht so schnell, dass man damit extrem schnell Intensität für sich schaffen kann. So, dann würde ich jetzt die letzte Folie noch vorstellen und glaube, wir sind jetzt für den nächsten Vortrag fertig. Ganz herzlichen Dank, Benjamin Kreck.